Godzilla and Kong wird hier angeblich, laut den Leuten, die bereits ein Test-Screening des Films gesehen haben, eher ein Film sein, der sich auf Kong fokussiert, was, wie ich finde, auch wirklich Sinn ergibt. Man kann das mögen oder eben auch nicht mögen, aber es ergibt doch irgendwo Sinn, da wir ja in Godzilla vs. Kong bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die Vorgeschichte bekommen haben, eben auch in der Hollow Earth, und ja hier auch schon der Fokus sehr auf Kong gelegt wurde. Ebenfalls haben wir am Ende von Godzilla vs. Kong gesehen, wie Kong selber in der Hollow Earth quasi, naja, herausfinden will, ob er wirklich alleine ist und so ein bisschen erforschen möchte, ob eventuell noch andere seiner Gattung, seiner Spezies am Leben sind. Und deswegen macht's, finde ich, zumindest Sinn, dass wir den Fokus hier auf Kong legen. Warum allerdings Godzilla der wichtigste Part des gesamten Films ist und warum es so unfassbar wichtig ist, dass Godzilla eben diese Verwandlung hinlegt, das erfährst du jetzt hier in diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Ja, und erneut muss ich hier eine Spoilerwarnung aussprechen. Das, was ich euch jetzt erzähle, hat definitiv Hand und Fuß, denn uns wurden erneut weitere Informationen zum Film Godzilla and Kong geleakt, durch Spielzeuge, wie das ganz gerne mal so ist. Und in diesem Fall wurde hier darauf eingegangen, was es denn wirklich mit der neuen Godzilla-Transformation auf sich hat. Und das macht alles schon Sinn. Also wenn man wirklich das nimmt, was ich euch jetzt hier gleich präsentieren werde, was wir auf der Verpackung des Spielzeuges zum neuen Godzilla, zur neuen Form lesen können, und eben die Gerüchte und die Leaks zu Shimo dazu packt, dann ist das schon ein relativ rundes Paket. Und wie gesagt, Spoiler, wir fangen jetzt an, das Ganze zu besprechen. Denn wir haben bereits in dem Video, was ich immer da oben verlinkt habe, besprochen, was denn Shimo für eine Rolle in Godzilla and Kong spielen wird. Und zwar ist ja der Leak angeblich so, dass Shimo für die Eiszeit verantwortlich gewesen ist und deswegen eben auch unfassbare Kräfte hat. Also wenn zumindest ein Shimo, ein Kaiju, die gesamte Erde in Eis einhüllen kann, ist das schon ziemlich beeindruckend. Und diese Fähigkeit soll angeblich auch während dem Film noch einmal ausgespielt werden. Also Shimo soll diese Fähigkeit eben nochmal einsetzen, sehr wahrscheinlich unter der Kontrolle von Scar King. Und deswegen soll ein Godzilla in diesem Bild hier auch oder in diesem Teil des Trailers eben auch eingefroren sein. Das soll keine bewusste Entscheidung sein, angeblich. Das soll relativ am Anfang des Films passieren und Shimo soll eben dann, naja, eine weitere Eiszeit an der Oberfläche der Erde hervorrufen. Wann genau jetzt der Zeitpunkt ist, da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Wie gesagt, heutzutage sagt jeder einfach, da ist ein Leak und es ist für mich sehr schwer jetzt herauszulesen, was dann da jetzt eher glaubwürdig ist oder eher nicht. Auf jeden Fall wird Shimo wohl eine Eiszeit hervorrufen. Wann das jetzt der Fall sein wird, ist im Endeffekt auch komplett irrelevant für das, was eben jetzt folgt. Also noch einmal Spoiler, jetzt gehen wir darauf ein, warum Godzilla die wichtigste Figur im gesamten Film sein wird. Shimo besitzt die Fähigkeit, ganze Planeten in Eis zu hüllen. Also seine wirkliche Macht ist das Eis selber. Und naja, wir haben uns ja lange Zeit gefragt, okay, was soll das jetzt hier mit der Verwandlung von Godzilla? Warum sieht er eben jetzt so aus? Ist Godzilla jetzt eventuell Vogue, ihr Trottel? Und nein, natürlich nicht. Es gibt einen Hintergrundgedanken, warum Godzilla hier diese Transformation durchmachen muss. Dieses ganze Gojira Evolved Thema wird im Film wohl auch eine sehr große Rolle spielen und es gibt auch erste Gerüchte, die behaupten, dass die Menschen ein Szenario im Film durchmachen, wo es wohl darum geht, dass Godzilla diese Fähigkeiten erlangen muss, während er eben eingefroren ist, damit er sich wieder aus dieser Eisschicht heraus befreien kann, um eben dann gegen Shimo letztendlich vorzugehen. Der Grund, warum nur Godzilla das kann, verrät uns dieses Spielzeug hier. Ich habe es euch hier gerade mal eingeblendet. Wenn ihr da mal auf die Seite schaut, sehen wir ganz rechts oben, dass diese Actionfigur von Godzilla einen sogenannten Heat Ray Breath simulieren kann. Wie auch immer das Spielzeug das machen will, da kommt wahrscheinlich dann so Dampf vorne raus. Auf jeden Fall ist der Name dieses Angriffs sehr wichtig. Heat Ray Breath. Hier wird ganz klar der Fokus auf Hitze bezogen. Und wir wissen ja, dass Godzilla in den vorherigen Filmen immer den sogenannten Atomic Breath ausstoßen konnte. Der ist jetzt wohl Geschichte. Die neue Transformation verfügt über einen Angriff, der sich wohl auf sehr starke Hitze konzentriert. Und jetzt kann man im Endeffekt 1 und 1 relativ schnell zusammenzählen. Wenn Shimo wirklich die Fähigkeit besitzt, Eis zu kontrollieren oder zu erzeugen und die gesamte Erde in Eis zu hüllen, macht es natürlich Sinn, dass der direkte Gegenspieler von Shimo Godzilla ist.
der nun eben mit der Kraft des Feuers versucht, das Tier aufzuhalten. Und möglicherweise gab es ja in der Vergangenheit auch schon mal ein Aufeinandertreffen der beiden Kaijus, denn in den Höhlenmalereien aus einer Post-Credit-Scene war es, glaube ich, gewesen, oder aus dem Call of Duty-Special mit Godzilla vs. Kong, da sehen wir ja das hier, wie quasi ein Drache von oben nach unten kommt, der Eis zu schießen scheint, und eben ein Godzilla, der auf dem Boden unten ist und eben gegen dieses Tier kämpft. Möglicherweise sind Shimo und Godzilla bereits mehr miteinander verbunden, als wir das bisher erahnen konnten. Möglicherweise sind die beiden sogar sowas wie Erzfeinde im Monsterverse. Das wird jetzt den Toro-Fans wahrscheinlich dann wieder böse aufstoßen, weil die dann sagen, ja, aber eigentlich ist ja Ghidorah der ultimative Feind oder Destroyer oder... Ey, alles cool, wir haben unsere Toro-Filme ja trotzdem noch, deswegen würde ich dem Monsterverse immer noch mal eine Chance geben. Denn die scheinen hier wirklich was Eigenes aufzubauen. Und ich bin da wirklich sehr interessiert dran, was das wird. Ich meine, schlimmer als, es wird jetzt einfach echt ein mieser Film, kann es im Endeffekt halt nicht werden. Aber ich glaube, dass da doch ein bisschen mehr Ideenreichtum dahinter steckt, als wir alle, als vielleicht auch ich, Hollywood letztendlich wirklich zutrauen würden. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Kannst du meine Argumentation verstehen und sagst du auch, ja, alles klar, Godzilla hat hier den Heath Raid Breath und Shimo hat jetzt hier wahrscheinlich den Ice Raid Breath, und natürlich sind das beide Gegensätze und deswegen sind das auf jeden Fall die beiden Erzfeinde. Kannst du das nachvollziehen? Schreib es mir in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.